8. September 2022. Großes Thema, günstige Gebrauchte. Ihr habt euch wieder gut eingedeckt. Hier ist Thomas Jakobs. Grüß dich, Thomas. Ja, grüß dich, Sven. Hallo. Ja, mein schönes Schätzchen, ein Active Ford Fiesta, Baujahr 2020, ein Leasingrückläufer. Früher hat man gesagt, naja, die Leasingrückläufer, die sind ja immer schlecht behandelt worden und. Und heute sagt man, hey, die Leasingrückläufer, die werden ganz besonders gut behandelt, weil die Leute ja bei der riesigen Rückgabe jeden Schaden quasi selber bezahlen müssen, oder? So ähnlich, ja. Also früher war das nur nicht so ganz im Bewusstsein, aber mittlerweile ist es auch beim letzten angekommen, dass man ein Auto pfleglich behandeln sollte, wenn man nicht nachher drauflegen will am Ende. Ja. Schickes Auto, Farbe schwarz. Ja, genau. Du kannst gerne auch mal reinschauen. Ich habe Schlüssel natürlich dabei. Ist der sauber? Ja. Ich halte mal gerade die Nase rein. Das ist, glaube ich, noch viel wichtiger. Ja. Ja, er riecht immer noch nach Ford. Nach Ford, aber nach neuem Ford. Genau. Also das Auto ist im Prinzip neuwertig. Der hat gerade mal 20.000 Kilometer, ist 2 Jahre alt. Und ja, von uns auch nochmal aufbereitet worden, professionell, so wie du das normal erwartest. Und ja, wir mussten halt, also wir sind ja eigentlich junger Händler, mussten aber auch schauen, dass wir noch genug Ware da haben. Und deswegen kaufen wir auch schon mal andere Marken zu. Das ist so, das machen aber alle Händler, muss man sagen. Hängt natürlich auch vom Geschick ab. Ihr seid recht beliebt natürlich bei Mietwagenfirmen, weil die euch viele Autos übergeben. Das Ganze sehr reibungslos funktioniert. Wenn ich so einen Wagen kaufe, habe ich da Garantie drauf? Du hast auf jeden Fall mal ein Jahr Gebrauchtwagengarantie, Minimum vom Händler. Und wir können sogar über verschiedene Versicherungen das Ganze bis zu 5 Jahren ausdehnen. Also wenn du willst, kannst du einen Gebrauchtwagen kaufen, bekommst gegen Aufpreis 5 Jahre Garantie. Das eine Jahr ist da im Prinzip alles mit drin abgedeckt, oder? Das ist eine Baugruppengarantie, also Verschleiß ist natürlich nicht drin, aber du hast sämtliche Funktionsteile, die im Fahrzeug sind, Motor, Getriebe, Elektronik, ist alles mit drin. So, als würde ich ihn neu kaufen quasi, ein Jahr lang, genau, wenn man das will. Hinten mal gerade reinsetzen, dass man auch da mal sieht, wie groß der ist. Denn das ist ein ausgewachsenes Familienauto. Früher war ja der Ford Fiesta zu meiner Jugend ein Kleinstwagen. Heute ist das schon praktisch Mittelklasse so ein bisschen, oder? Ja, so er kratzt so ein bisschen dran. Ich meine, es gibt noch eine Nummer größer, wenn ich jetzt Richtung Focus oder auch beim i30 schaue. Aber die Kleinen sind immer größer geworden im Laufe der Jahre. Und der kann durchaus so Familienauto, taugt ja schon, klar. So, wir zeigen mal ganz kurz den Kofferraum. Denn das Fahrzeug hat keine Beschädigung. Wirklich, ist makellos. Genau. Da ist er drin, der Kofferraum groß, wie man es kennt. Wir haben noch mehr Autos. Wir zeigen das gerade mal. Ja. Denn der Thomas war nämlich fleißig. Ihr habt einige Fahrzeuge eingekauft. Ja. Und es lohnt sich auch ein Blick auf den Hof. Wir gehen mal um die Ecke rum. Das Ganze mal sehen. Gebrauchtwagen mit Sicherheit, 12 Monate natürlich Garantie, das ist auch per Gesetz so. Es gibt aber auch eine 12 Monate Mobilitätsgarantie. Inspektion ist immer neu, die HU, also die Hauptuntersuchung auch neu, der TÜV. Ja. Ja. Und natürlich Probefahrtangebot, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die Leute das Ganze auch ausprobieren können, oder? Natürlich, also bei uns kann man alles testen, man muss nicht die Katze im Sack kaufen. Und es ist auch wichtig, dass ein Auto auch nach der Probefahrt, dass du sagst, okay, der passt für mich. Von der Größe und auch vom Fahrverhalten ist das, was ich mir vorstelle. Ja. Hat der Wagen vorne eigentlich Steuer? Hat der Steuer drin gehabt als Leasingfahrzeug? Die Mehrwertsteuer? Die sind weitestgehend mit Steuer drin, ja. Also auch für Firmen oder nochmal Gebrauchtwagen-Leasing auf jeden Fall noch attraktiv, ja. So, wenn ich das habe, man kann es finanzieren, man kann es nochmal leasen, das würde gehen bei so einem jungen Auto? Ja, also solange Steuer drin ist, kannst du auf jeden Fall auch nochmal ein Gebrauchtwagen-Leasing machen. Ich glaube, bis 3 Jahre Alter ist das möglich. Finanzierung geht grundsätzlich immer bei allen Fahrzeugen. So, ein schöner Tucson, 22.490 Euro. Vorne, Preis von dem vorne, was hat der gekostet, der Ford? Da waren wir bei 17.490, das ist im Moment so unser Schnäppchen von denen. Also wir haben insgesamt 7 Fiestas aktuell da, davon einige Active, einige normale. Und den haben wir jetzt mal als Schnäppchen rausgekommen, ja. Baujahr hier, was haben wir hier? Hier haben wir auch einen 2020er. Schalter oder Automatik? Das ist ein Schalter, ein 6er Turbo mit 177 PS, mit Navi drin, mit LED-Licht, also ordentliche Ausstattung auch. Die sind sehr sparsam, muss man sagen. Das ist jetzt kein Benzinfresser. Ihr habt euch darauf spezialisiert, keine Saugmotoren zu haben, sondern es sind echte Turbos drin. Genau, das ist mittlerweile die Möglichkeit, wieder mit weniger Hubraum
dennoch gute Fahrleistungen erzielst und trotzdem halt ein sparsames Auto hast. Also ich kann dir aus der Praxis sagen, wir hatten so einen 5 Jahre lang privat und wir sind im Kurzstreckenbereich immer so um die 7,2, 7,3 Liter gefahren, auf Langstrecken noch mal deutlich weniger. Also da kommst du knapp um die 6 bis 6,5 Liter, kommst du hin. 55.000 Kilometer, Baujahr 2019. Kann man da was falsch machen? Der hat noch Werksgarantie, oder? Der hat noch Werksgarantie. Auch mit der Möglichkeit, dass du noch mal eine Anschlussgarantie auch abschließt. Also du kannst dann noch mal bis, lass mich rechnen, 2027 sogar Garantie drauf haben. So, auch der ist schön. Ich zeig mal gerade von hinten. So sieht er aus. Ein Tucson. Gebraucht. Man muss ja heute schon die Gebrauchten mal zeigen, denn viele Leute denken ja, der Hof wäre leer. Ja. Da hinten stehen noch mehr gebrauchte Fiestas, da können wir gleich mal hingehen. Ja. Hier haben wir den Tucson 2WD, das heißt, das ist jetzt ein Frontantrieb, oder? Das ist ein Frontantrieb, auch ohne Turbolader. Das ist quasi der kleine Bruder von ihm. Du siehst, der ist etwas älter, der hat noch nicht diese Facelift-Front, sondern den anderen Grill noch. Und von daher sind wir da auch im anderen Preissegment wieder. Ist aber nur für Profis zu sehen, oder, das Facelift? Ja, schon. Also die Grundform ist im Prinzip gleich, bis auf kleine Veränderungen. Wenn sie direkt nebeneinander stehen, siehst du halt den unterschiedlichen Kühlergrill. Naja, also auf jeden Fall ist Facelift zu sehen, aber wenn ich den hier kaufe, Leute kennen sich nicht aus. Das hier ist ein 2016er. Der hat jetzt gelaufen knapp 100.000, 96.700. Mhm. Und der hat natürlich keine Werksgarantie mehr, die kommt aber mit einem Jahr Gebrauchtwagengarantie bei euch. Genau, standardmäßig ein Jahr und auch hier wären 5 Jahre gegen Aufpreis möglich. Der hat einiges schon drin. Das heißt also ganz viele Extras, die du bei ganz vielen anderen Herstellern auch extra kaufen musst. Da sehe ich gerade das Licht. Was ist das für ein Licht drin bei dem? Er hat jetzt Halogenscheinwerfer drin, im Gegensatz zu dem nebendran. Der hat die LED-Scheinwerfer. Aber Linsen schon, oder? Das sind Linsen, ja. Projektionsscheinwerfer. Aber auch ansonsten die Standardsachen wie Sitzheizung, Lenkradheizung, also Standard bei Hyundai mittlerweile, Tempomat, die Geschichten sind alle drin. 14.990 Euro, hier ist jetzt keine Steuer mit drin. Nein. Da vorne sieht man einen kleinen Hyundai. Ja, das ist ein iX20, das ist quasi der Vorgänger von Kona für die Leute, die den kennen. Auch ein Zugkauf. Gesagt, wir sind im Moment auf dem Markt sehr aktiv, damit wir wirklich auch noch Ware für unsere Kunden haben. Er ist ein beliebtes Auto, weil er ein bisschen höher ist vom Einstieg, sehr wandelbar, hat ein Automatikgetriebe, was auch sehr beliebt ist bei dem Auto. Und ja, sind froh, dass wir den bekommen haben. 13.990 Baujahr von dem? Warte, ich schaue mal nochmal gerade nach. Komm, wir schauen mal nach. Ich glaube, ein 14er, ja. Ein 14er. Genau. So, tut dem Auto aber nichts. Du sagst also, 10 Jahre ist eigentlich kein Thema, oder? Beim Hyundai? Nee, gar nicht. Wir haben, also technisch sind die Autos eh komplett einmal durchgecheckt. Da ist alles, was nötig war. Wenn Bremsen, Reifen neu gemacht werden mussten, sind die schon neu. Er hatte zum Beispiel auch neue Allwetterreifen drauf. Inspektion, TÜV, wie du schon sagtest, das ist immer aktuell neu. Schicker i30, 14.490 Euro, in Weiß, ein Fünftürer, Turbo mit LED-Kamera und allem drum und dran. Das ist ein richtig schöner, oder? Schon. Also das war so ein Sondermodell, der kam damals bei der Marktanführung von diesem neuen i30 raus. Da war eine ganz kurze Zeit nur verfügbar und der hat natürlich tolle Ausstattung im Paket mit drin. Unter anderem dann eben diese Felgen, die getönten Scheiben auch. Ja, was nennt sich Intro Edition oder Intro Edition? Intro Edition, wir gucken uns hier mal von hinten an. Das Baujahr von dem? Guck mal gerade, Thomas. 2017, also soviel ich weiß, ja. Ein 2017er i30. Ja. Daneben der i20, der könnte gleich alt sein, plus minus. Der ist jünger. Der ist jünger. Der ist jünger. Wir haben im Prinzip 3 fast identische i20 da. Die sind alle mit Automatik und die haben auch den 1 Liter Turbomotor drin. So, der auch? Ja. Auch ein i20 drin, das heißt fast identische. Vom Preis auch fast identisch, oder? Fast, ja. Wir haben 2, die kosten das gleiche, die hatten die gleiche Kilometer ungefähr. Die liegen so bei 6.000, 57.000 Kilometern. Der andere ist etwas höher, der hat auch weniger Kilometer. Aber gleiches Alter. Sind das zuverlässige Fahrzeuge, Hyundais? Absolut. Du, ich arbeite seit 10 Jahren bei Hyundai. Ich hatte die vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und mittlerweile, ich sag mal so, ich war noch bei keiner Marke 10 Jahre beschäftigt. Und es ist einfach auch ein Grundvertrauen, dass ich in die Marke habe. Einfach aus dem Grund, weil ich habe auch aus Verkäufersicht keine Probleme mit meinen Kunden, mit den Autos. Und ja, ist schon fast langweilig in der Werkstatt, muss man sagen. Also die kommen meistens nur zu irgendwelchen Wechseln, halten sehr lange. Es gibt Hyundais hier,
die sind seit 20, 25 Jahren, die kommen immer noch zur Inspektion bei euch, ne? Ja, haben wir auch noch. Wir haben noch, weiß nicht, ob jemand diese alten Hyundai Ponys aus den 90er Jahren kennt. Selbst da haben wir noch den einen oder anderen in der Kundschaft und die laufen noch. Also 10.790 Euro, ein 2019er, also sehr jung. Ja. Als Gebrauchter, daneben steht der gleiche. Ich muss mal kurz hinschauen, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, welcher ist neuer? Ich würde sagen, das sind dieselben, oder? Ähnlich, ja. Bei ihm ist der Unterschied, er hat ein Automatikgetriebe noch mal drin. Der rote? Ja. Das ist bei den kleinen Autos auch sehr, sehr begehrt und relativ selten. Deswegen sind die preislich auch deutlich unterschiedlich. Also der rote hat eigentlich ein bisschen weniger Extras so an Schnickschnack als der blaue, aber dafür das Automatikgetriebe, das sehr beliebt ist. Leichtmetallfelgen hat der blaue drauf. So, man könnte ja jetzt sagen, ich nehme den roten, ich hätte aber gerne die Leichtmetallfelgen von dem blauen, das würde gehen. Du, für Geld machen wir vieles möglich, das ist nicht das Problem. So, hier vorne haben wir es, 04/2019, aber Automatik. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, hey, ich brauche kein Riesenauto, ich möchte einfach nur ein Stadtauto haben. Die sind sehr kurz, oder? Ja, die haben eine Länge von knapp 3,70 Meter, plus minus ein bisschen was, aber die, da kriegst du eigentlich überall eine Parklücke. So, ganz viele Fiestas, du hast es schon erzählt. Das sieht Baujahr recht neu aus, oder? Die sind alle um die 2 Jahre alt, ja, 1,5 bis 2 Jahre. Wir haben hier auch nochmal 2 Active, das siehst du an den schwarzen Radläufen. Die sind etwas höher und mit ein bisschen mehr, eine bisschen differierende Ausstattung wieder. SUV so ein bisschen, oder? So ein bisschen, ja. Das ist wie ein Vergleich mit dem Hyundai Bayon zum Beispiel, der ist auch, geht auch so in diese Richtung. Einstieg ist auch hier ein bisschen höher, oder? Bei dem? Etwas, ja. Etwas höher. So, das heißt, man kommt etwas besser rein. Da steht er für 18.990 EcoBoost Active, ein 05/2020, auch mit einem Jahrgarantie natürlich. Reifen, was ist damit? Wenn ich die kriege, sind die dann komplett weg oder gibt es da auch eine Norm? Nee, die Reifen, da schauen wir immer schon drauf, dass die noch ordentlich Profil haben und die sind auch alle mit Allwetterreifen ausgestattet. Das heißt, du musst ja eh schon mal Minimum 4 mm haben, dass du noch im Winter fahren darfst. Und alle? Ja, und die liegen deutlich drüber. So, hier auch ein schöner Leichtmetallfelgen mit drin, eine schöne Ausstattung. Ja. Du hast noch einen Schlüssel dabei, von wem war der Schlüssel? Nee, von einem anderen schwarzen habe ich noch. Das ist ein, da haben wir drüben noch welche. Ist der schon weg, der Seat? Nein, der ist auch noch da. Ja, da hat sich das Preisschild verabschiedet. Das ist ein Ibiza, auch mit einer relativ schönen Ausstattung mit LED-Scheinwerfern. Und der ist natürlich auch noch zu haben. Preis von dem? 14? Boah, nee, 11.990. 11.990, Baujahr? Das müsste ein 14er oder 15er sein. Kann ich gerne nochmal nachreichen. 11.990 Euro, da ist er, der Ibiza. Auch da sind die Storys meist unspektakulär. Das heißt jetzt keine Langstreckenfahrzeuge, sondern wenig. Ich nehme an, der hat jetzt nicht 150.000 Kilometer drauf, oder? Nee, der liegt irgendwo um die 60.000, 70.000 Kilometer. Okay, am besten mal reinschauen. Stehen die alle im Netz bei euch? Die sind alle im Netz. Also bei www.schumann-autohaus.de gibt es oben den Link zu den Gebrauchtwagen und da sind sie alle drin. So ein schöner Active. EcoBoost Active ist diese quasi SUV-Variante mit den Beplankungen an der Seite, so ein bisschen sportlicher. Genau, das macht, also der hat schöne große Räder drauf. Dieser bisschen höhere Einstieg, das ist so ein Crossover, wie man sie heute auch gerne mal nennt. Cool. So, was hat der gelaufen? Die haben alle so um die 15.000 bis 25.000 Kilometer. Also fast neu. Ja, ja, absolut. Und grau. Die sind ganz neu reingekommen, deswegen drehen wir den Film. Wir werden den möglichst schnell jetzt mal ins Fernsehen schieben, dass wir das Ganze sehen. 18.490 Euro, Ford Fiesta 1,0 EcoBoost, immer der gleiche Motor. 1 Liter, da hättest du dir ja vor 30 Jahren in die Hose gemacht, hätten die Leute gesagt, der kann nichts, aber heute holst du aus dem 125 PS raus, ja. Aus 1 Liter. Ja, also früher hättest du gesagt, ein 1 Liter Motor, der passt in ein Motorrad rein, das kommt dann ordentlich mit zurecht, aber mittlerweile ist das auch bei vielen Premium-Marken sind die 3 Zylinder eingezogen und Downsizing ist das große Thema, dafür mit Turbolader und du hast ja die Möglichkeit, dort einen relativ geringen CO2-Ausstoß zu erzielen und ordentliche Fahrleistungen dennoch. So, ihr könnt auch Probe fahren, also ganz viele Fiestas sind da, immer die gleichen. Hier was ganz Besonderes, Titanium, die Top-Ausstattung. Genau, das ist quasi die höchste Ausstattungslinie bei Ford. Da habe ich jetzt auch wieder einen Schlüssel dabei. Das ist jetzt kein Active, sondern einer der normalen Fiesta, in Anführungszeichen, wie auch der Kollege nebendran. Und die Ausstattung ist relativ ähnlich. Er hat nochmal Navigation zusätzlich dabei. Komm, wir schauen mal rein, dass wir da mal reingucken können. Navigation mit drin.
Bluetooth haben die alle, oder? Ja, klar. Da gibt es ja auch diese Link-Funktion, diese Ford-Apps. Du kannst dort auch Android Auto und Apple CarPlay mit betreiben. Also das ist Stand der aktuellen Technik. So, siehst du, Multifunktionslenkrad, das Ganze ist aus Leder ausgeführt, die Lederwangen da mit drin. Mhm. Sportsitze hat er auch mit eingebaut. Ja, die sind so ein bisschen angeformt, nochmal mit dem Seiten, wegen dem Seitenhalt. So, ein Schalter hier drin, Display, Farbdisplay ist noch drin. Das Ganze immer als Fünftürer, oder? Gab es ja auch noch Dreitürer bei Fiesta? Kann ich ja gar nicht sagen. Also ich kenne sie eigentlich nur als Fünftürer. Aber da bin ich jetzt nicht ganz so weit im Thema drin. Wir hatten bisher nur die Fünftürer auf dem Sortiment. So, bitte mal aufmachen. Ja. Service ist ja bei euch in der Werkstatt kein Thema. Ihr servitiert fast alle Autos, die es gibt. Ja, also auch wenige Ausnahmen. Ganz, ganz wenige. Richtig. Aber im Prinzip unsere Mechaniker, unsere Mechatroniker, die kommen ja auch von verschiedenen Marken. Und wir haben auch die Inspektions- und Wartungspläne von anderen Anbietern. Über Computer ist das kein Problem. Der riecht ganz neu. Das ist echt der Hammer. Ja, die sind wirklich, also wenn ich sage neuwertig, dann ist das auch wirklich, kannst du davon ausgehen, dass der Geruch, der Zustand, alles auch im Prinzip dir das Gefühl gibt, dass du im neuen Wagen sitzt, auch wenn er ein paar Kilometer hat. Hier ist er, der letzte, last but not least, 18.990 Euro, Titanium X sogar. Was heißt das X? Da bin ich jetzt aktuell auch überfragt. Allrad, nee. Nee, das war aber Spaß. Nee, ich weiß es wirklich nicht. So, du bist wenigstens ehrlich, finde ich gut. Heute ja. Am 8. September 2022, wir haben einen Donnerstag, noch zwei Tage, dann geht es ab ins Wochenende. Samstag seid ihr auch auf? Grundsätzlich ja, diesen Samstag jetzt nicht, weil wir mal in Heusweiler auf dem Herbstmarkt ausstellen. Okay. Dort kann man uns also auffinden. Jetzt Samstag und Sonntag, an sich sind wir samstags da von 8.30 Uhr bis 13 Uhr. Und wo seid ihr zu finden in Saarbrücken? Wir sind in Burbach in der Gerhardstraße 9. Einer der ältesten Hyundai-Händler Deutschlands mit last but not least einem schönen i20, der in der Mitte steht. So, was hat der für eine Story? Das ist im Prinzip das gleiche Fahrzeug wie die beiden anderen Weißen, also auch mit Automatik, mit der gleichen Ausstattung und so knapp 3 Jahre alt. 3 Jahre alt. Ja. Kostet, lass mal kurz gucken, gar nichts. Das ist gut, nehme ich gleich 2. Der ist ganz frisch reingekommen, da kommt das Preisschild heute noch rein. Der wird auch um die 16.000 Euro liegen. Um die 16.000 Euro. Vielen Dank fürs Einschalten. Thomas Jakobs, da brauche ich keine Einblendung zu machen. Da steht auch schon der Name. Ja. Du bist bekannt in Stadt und Land. Sehen die Leute schon mal deine Videos oder so? Also ich bekomme schon relativ viel Feedback von gerade von Stammkunden. Ja, also das wird schon geschaut. Kommt immer darauf an, um was es gerade geht. Je nachdem sind die Quoten natürlich ein bisschen höher, das weißt du ja. Aber wir sind schon relativ bekannt mittlerweile, ja. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Gebrauchte mit Sicherheit, 12 Monate Gebrauchtwagengarantie, Mobilitätsgarantie und so weiter und so fort bei Autohaus Schumann in Saarbrücken. Demnächst auch wieder neue Autos, aber du weißt ja, wie es ist, ja. Autos, neue Autos im Moment sehr knapp. Die Kunden warten im Schnitt praktisch ein halbes Jahr und länger, oder? Im Schnitt ja. Es gibt im Moment eine neue Sondermodellserie von Hyundai für die i10, i20, i30 und Bayon. Da hast du eine Lieferzeit von um die 4 bis 5 Monate bei einer Neubestellung. Also das geht mittlerweile wieder. So, ihr habt viele Showroom-Wagen da. Im Showroom selber, die bleiben erstmal drin, denn ihr braucht die Autos zum Zeigen. Wenn die Leute kommen und sagen, ihr habt doch welche, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Oft sind es auch Kundenfahrzeuge, oder? Das sind oft Kundenfahrzeuge, oft auch Ausstellungswagen, die wir einfach nur einfach noch behalten müssen, weil man, du kannst ein Auto im Prospekt zwar sehen, aber du kannst nicht erfüllen, kannst nicht Probe sitzen und deswegen müssen wir das ein oder andere Fahrzeug auch noch da behalten zum Testen. So, also nicht, dass ihr denkt, es wären keine Autos mehr da. Nein, sie sind alle da, man kann sie zeigen. Da hinten ist einer der wichtigsten Mitarbeiter hier im Unternehmen, Klaus W. Prajetzki, der hinten steht. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss, warte mal ganz kurz. Klaus! Ja. Ich danke dir herzlich dafür, dass du noch kurz die Abmord machst und den Leuten sagst, komm bitte zu Autohaus Schumann. Sofort zu Autohaus Schumann kommen. Dankeschön, tschüss.